Heute berichten wir aus Spanien von der Costa Brava. Wir stehen auf unserem Lieblingscampingplatz La Ballena Alegre und besichtigen das kleine, geschichtsträchtige Örtchen San Martí. Einsteigen, Leute, gleich sind wir unten. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal heute hier, morgen dort. Wir sind in Spanien angekommen, haben uns einen Stellplatz gesucht und hatten noch die freie Auswahl. Wie man sieht, ist der Campingplatz bei weitem nicht voll belegt zurzeit, ist aber auch noch Vorsaison. Der erste Weg, nachdem wir das Fahrzeug abgestellt haben, führt uns an den Strand. Nach einigen Minuten am Strand geht es zurück zum Wohnmobil. Von dort starten wir einen kleinen Rundgang über den Platz. Die Anlage bietet zwei unterschiedlich tiefe Pools, die über flache Einstiege verfügen. Einen für Kleinkinder geeigneten Pool finden wir direkt dahinter. Wir gehen vorbei am Kinderanimationsbereich, schauen vorbei am Teenager Meeting Point, die allerdings beide noch ein wenig verwaist aussehen, da ja noch keine Ferienzeiten sind. Dies ist ein Spielplatz. Das ist ein Kletterpark mit Trampolins, Prellböcken und einer Seilbahn oder Zipline, wie man es auch immer nennen will. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es auch diverse Tischtennisplatten. Direkt neben dem Teenager Meeting Point finden wir die Tauchbasis Scuba Alegre. Wer ohne Wohnwagen, Mobil oder Zelt kommt, kann sich hier auch ein Häuschen mieten.
Ab den Mittagsstunden erfreut der auffrischende Wind auch die Kitesurfer und Windsurfer. St. Martin Empurius befindet sich auf einem kleinen felsigen Hügel am Mittelmeer, nordöstlich der griechisch-römischen Ausgrabung von Empurius. Dieser Hügel war im Altertum eine Insel, die von phokäischen Griechen schon im 6. Jahrhundert vor Christi besiedelt wurde und den Namen Emporion Palaiopolis erhielt. Seit dieser Zeit gab es viele Einwohner, Griechen und Römer. Es ist hübsch, wie die Ruinen gewachsen sind. Bäume da drin. Im Jahr 812 ernannte Karl der Große Ermenguer zum ersten Grafen von Empurius. Während der westgotischen Epoche war die Stadt Empurius ein wichtiger Bischofssitz. Ihre Bischöfe der Jahre 516 bis 693 sind bekannt. Wahrscheinlich befinden sich unter der jetzigen gotischen Kirche die Ruinen der romanischen und westgotischen Kirche. Heutzutage ist San Martí wegen seiner kleinen urtümlichen Straßenrestaurants ein richtiges Besuchermagnet. Wenn euch unser Film gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo oder schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns über jedes Feedback. Im nächsten Film auf unserem Kanal Heute hier, morgen dort werden wir eine Schildkrötenaufzuchtstation besuchen und einen Wasserfall in den Bergen bei Rupit bestaunen.